Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Wie ihr seht, ich stehe in den nicht ganz so gemütlichen Totenländern und bin ganz happy, dass ich eine Position gefunden habe, wo ich nicht von einem Blitz erschlagen werde. Aber warum stehe ich überhaupt so dumm rum? Ich möchte euch einen Fundort zeigen, und zwar für eine Kopfbedeckung bzw. für eine Spur, mit der ihr diese Kopfbedeckung dann bekommen könnt. Spuren hängen ja mit dem Antiquitätensystem zusammen. Und wir schauen einmal, wo genau wir das Ganze finden. Wir sind hier in dem Bereich Totenländer, das heißt, wir nehmen den Wegschrein von Elendsspitze. Und in diesem Bereich befindet sich dann auch der Fundort von dieser Spur. Ich weiß nicht, ob dieser Fundort immer haargenau an der gleichen Stelle ist, aber ich habe dieses ungewöhnliche Metall hier an diesem toten Baum gefunden. Gut, tote Bäume gibt es hier ja nun so zwei, drei verteilt. Deswegen ist das nicht so unbedingt der beste Hinweis. Aber wir schauen uns das nochmal auf der Karte haargenau an. Also im Prinzip vom Wegschrein geradeaus hier nach oben, so Richtung Nord-Nordosten. Und hier befinde ich mich dann. Also bei mir ist es halt dieser kakelige, stachelige, ja, Rest eines Baumes, der dann halt auch irgendwann mal vom Blitz getroffen worden ist. Das heißt, wenn wir dann dieses Metall untersuchen, kommt die Spur. Das ist eine lila Spur. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen weiter sein, was jetzt Antiquitäten angeht. Dann öffne ich mein Journal. An der Tastatur ist das mit der Taste J und gehe hier auf den zweiten Punkt Antiquitäten. Hier sehen wir auch in Form dieses Ausrufezeichens, dass da was Neues auf mich wartet. So, hier wird er angezeigt. Das heißt, ich kann einmal spähen. Das machen wir jetzt auch mal. So, und das gute Stück wird sich dann hier befinden. Das heißt, wir gehen auch in die Richtung zum Wegschrein zurück, damit wir uns da der Einfachheit halber dann einfach hinportieren können. Ist, glaube ich, egal, welchen wir nehmen. Wir nehmen mal den hier. So, erstmal vorweg. Wir können uns in unseren Sammlungen auch schon vorher angucken, was uns im Prinzip noch alles fehlt. Bei uns ist ja hier der gepanzerte Sarkoschleier. Er ist jetzt noch grau, das heißt, ich kann ihn mir ja auch überhaupt nicht angucken. Aber für die, die vielleicht ein bisschen neugierig sind, was es noch so gibt, was man noch nicht hat. Also man sieht, hier ist noch einiges, was man eben auf verschiedenen Wegen bekommen kann. So, wir gehen jetzt einmal ausbuddeln, damit wir uns das gute Stück dann auch anschauen können. Damit ihr für euch entscheiden könnt, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es immer völlig egal, wie es aussieht. Ich will immer alles haben. Wer weiß, für was es gut ist. So, das heißt, jetzt brauchen wir einmal den Auge des Antiquars. Also besser ist es, wenn wir ihn haben, damit wir uns nicht ganz so dumm und dusselig suchen. Weil die Richtung gibt er uns ja schon. Nochmal ein bisschen blöd, wenn hier dann Steine dazwischen sind. So, hier haben wir unsere Ausgrabungsstelle. Die wird uns jetzt gerade noch ein bisschen streitig gemacht. So. Nein, ich will doch nicht die Liste. Na egal, jetzt haben wir sie. Eigentlich wollte ich das einsammeln, aber da ärgert uns noch einer. Mann, ich will das hier einsammeln. Sterb jetzt mal da drüben. Dankeschön. So.
Eigentlich wollte ich nämlich nur die Kräuter einsammeln und habe dann gleich die Quest angenommen, aber das macht nichts. So, und jetzt geht's dann ans Ausgraben. So, je nachdem, wie weit ihr seid, müsst ihr natürlich ein bisschen anders ausgraben. Ich weiß nicht, ob ihr dann alle Sachen zur Verfügung habt. Das ist in die Richtung hier. Ah, einen haben wir noch hier. Ich versuche es halt immer gleich ganz großflächig zu machen und damit das Maximum im Prinzip zu bekommen. Ich versuche immer nur eine Schicht, weil wenn man zu tief gräbt, kann es eben sein, dass das Ganze dann dabei kaputt geht. Das wäre dann ziemlich blöd. Das wollen wir ja nicht und deswegen... Ah, falsch. Machen wir das immer schichtweise. Jetzt habe ich mir hier die Seite natürlich kaputt gemacht. Ich depp. Was mache ich denn jetzt? So, jetzt passt es wieder. So. Sehr schön. Also, das haben wir schon mal. Jetzt können wir noch nach weiteren Sachen suchen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Einen Zusatzgegenstand haben wir hier auch schon. Muss natürlich trotzdem immer noch aufpassen, dass man jetzt nichts kaputt macht. Sonst kann es natürlich sein, dass das Ganze noch kaputt geht. So, ich habe meinen gepanzerten Sarko-Schleier jetzt ausgebuddelt. Jetzt wollen wir uns den natürlich dann auch nochmal anschauen. So, hier wird es mir auch gezeigt. Hier ist er zur Sammlung hinzugefügt worden. Das heißt, wir machen die Sammlung nochmal auf. Es ist hier alphabetisch geordnet. Man sieht aber auch gleich durch das Ausrufezeichen, was neu dazugekommen ist. Das heißt, wir legen den jetzt mal an. Je nachdem, was für eine Ausrüstung oder für ein Kostüm ich trage, kann das natürlich passig sein. Also es ist schon nice. Also passt nicht unbedingt zu dem, was ich trage, aber es hat definitiv was. Und es ist, wie gesagt, ja auch gratis. Mit ein bisschen Arbeit verbunden, es auszubuddeln und dann gehört es euch. Ja, das war's zu diesem Item. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.